So Leute, wir haben's. Wir haben's. Wir haben die Trophäe. Und wir haben die Enzyklopädie freigeschaltet. So, ich muss mich erstmal richtig setzen. Denn ich liege jetzt hier seit fast 40 Minuten und habe den die ganze Zeit beobachtet, bin hin und her gesprungen zwischen den Schnellreisepunkten und es hat einfach so unfassbar genervt. Aber wie wir sehen, der letzte Punkt ist tatsächlich irgendwas mit Wasser, der hat jetzt so ein Behältnis. Und das Wasser wird er wohl dazu nutzen, um Gold zu waschen. So. Dann gucken wir nochmal ganz kurz hier Logbuch. Und wir haben jetzt nur noch eine einzige Sache, nämlich die West Point Mission. Da habe ich mittlerweile auch schon euer Okay eingeholt. Moment, ist es auf meinem Headset-Kabel. Das Okay eingeholt, dass ich das nicht machen muss, soll, brauche, weil es auch nicht zu den 100% gehört, wie wir mittlerweile ja wissen. Die habe ich ja schon die 100%. Also war das jetzt die letzte Aktion, die wir in Assassin's Creed 3 erledigen mussten. Jetzt haben wir noch eine Sache zu erledigen. Ist jetzt kein Zwang, aber ich wollte es ja trotzdem mit euch gemeinsam machen, auch wenn das komisch klingt. Und zwar kehren wir jetzt ins Herrenhaus zurück und gehen nochmal, ja, ein bisschen durchs Herrenhaus und schauen uns mal an, was da so alles Schönes jetzt ist, weil wir auch sehr viele Gegenstände freigeschaltet haben und Waffen und Bücher und hast nicht gesehen. Und das werden wir uns jetzt alles gemeinsam nochmal anschauen. Wir können mal gucken. Das würde mich mal interessieren, wenn ich jetzt. Angenommen, ich möchte jetzt ein Spiel spielen. Also nicht wie der Jigsaw, sondern wie der Connor halt. Gegen wen ich das spielen würde. So, schauen wir erstmal hier in den Raum rein. So. Also, es würde jetzt alles ohne Hektik werden, ganz gemütlich. Wir schauen uns alles erstmal gemütlich an. Zum Beispiel hier den Kopf. Ein paar schöne Bilder an der Wand. So, was haben wir hier? Aha. So, genau, das ist Geschäftsbuch. Das haben wir auch schon ein paar Mal benutzt. Das hat der Achilles ja damals in unsere Richtung gedreht. Also eigentlich könnte der Connor das jetzt wieder zurückdrehen, weil er ist jetzt der Besitzer dieses Hauses, beziehungsweise der Bürgermeister der Siedlung. Kann man das so nennen? Keine Ahnung. Ja, okay, hier war jetzt schon mal nicht viel Interessantes. So, hier ist eine Schatulle. So, ein Doppelraum. Ein Doppelraum? Was? Also ein Raum, wo eine Tür offen ist zu einem anderen Raum. So kann man es auch nennen. So, hier ist das Bild, welches wir aufgehängt haben. Noch eine Schatulle da oben. Ein schöner großer Esstisch. Boah, der Connor könnte eigentlich ein Makler werden, ne? So ein Immobilienmakler und könnte jetzt hier das Haus an den Mann irgendwie bringen oder an die Frau. So, ganz edles Geschirr. Hier wird gerade etwas zubereitet. Keine Ahnung, wer es zubereitet und was und für wen, aber okay. Gut, weitere Kochutensilien. Leckeres Gemüse. Ein schöner großer Tisch, um alles zuzubereiten. Eine Waage. Ah, das war noch Zeit, ne? Wo solche Waagen benutzt wurden. Ach, herrlich. Ich meine, ich habe diese Zeiten zwar nie aktiv selbst miterleben dürfen, aber ich finde sie trotzdem schön. So, okay. Ein Hinterausgang, genau. So, hier ist ein Bett. Ein sehr, sehr großes, geräumiges Bett. Kann ein Bett geräumig sein? Eigentlich nicht, ne, nur gemütlich. Gemütlich und groß halt. So, das Assassinenzeichen, zwei Musketen, ein Bärenkopf, ein Feuer, das lodert. Eine weitere Schatulle mit einer halb abgebrannten Kerze. Oh, ein Adler. Ein ausgestopfter Adler. Ein echter Adler wäre mir lieber, aber ist ein bisschen schwer zu bewerkstelligen, schätze ich. Eine weitere Schatulle, ein paar Rollen, Pergamentrollen, keine Ahnung, eine ziemlich große Lupe und eine Pistole. So, jetzt schauen wir mal, gegen wen wir das Spiel spielen würden. Ja. Wir werden es nicht spielen, keine Sorge. Ich möchte nur gucken, gegen wen wir spielen würden. Das ist mir einfach mal. Ohne Wetteinsatz. Ha. Ach, das ist der Dingens. Der. Man sieht es leider nicht richtig, aber ich glaube, das ist der. Ich verlasse mal. Akzeptieren. Ja. Der Vater, Timothy. Den wir dann spielen. Okay, auch interessant zu wissen.
Gut, das Erdgeschoss scheint jetzt somit fertig zu sein. Eine Kerze. Das machen. Wir können eigentlich auch jetzt auch in den Keller gehen, oder? Aber ich gehe erstmal nach oben. So, das ist das Erdgeschoss. So, das Obergeschoss, da gibt es noch viel, viel mehr zu sehen. Wir fangen mal. Ich überlege jetzt gerade mal hier, hier. Ah, weitere Kerzen. Ich fange mal hier an. So, jetzt wird es nämlich interessant, glaube ich. Also, ein Bild von einem jungen Herrn. Ein weiteres Bild. Gut, ich bin mit Kunst nicht so bewandert. Solchen Kunstwerken untersuchen. Das Massaker von Boston. Gut, brauche ich das nicht zwingend vorlesen, denke ich. Auf jeden Fall geht es hier um das Massaker von Boston. Ihr könnt es aber so machen, falls ihr es lesen möchtet, mache ich es mal ein bisschen langsamer. So, dass ihr dann immer, wenn ihr möchtet, Pause machen könnt. Weil ich dann, wenn es wirklich relevant wäre, dann wäre der Text auf jeden Fall kürzer. Also wäre auf jeden Fall zumutbarer, es vorzulesen. Mr. Samuel Gray. Okay. So, falls es wichtig war, wird uns der Templer-Assassin das sicherlich wissen lassen. So. Ein Kamin. Mit einem Porträt drüber. Ein Globus. Untersuchen. Poor Richards Almanach, 1733, Band 1. Ja, also natürlich, okay, meine Nachbarn unter mir, die sind gerade am Abspacken. Keine Ahnung, was die machen. Gut, dass heute Sonntag ist. Also ich gehe mal davon stark aus, dass ihr es nicht lesen möchtet. Also das ist halt einfach nur viel. Boah. Okay. Das war das einzige Schriftstück, was wir uns hier näher begutachten können. Da hängt eine Karte an der Wand. Untersuchen, was ist hier? Ach so, hier ist quasi alles, ja, alle, also Sammelsurium quasi von allen Dingen, die wir theoretisch uns durchlesen könnten, aber das, ja, ich denke mal nicht, dass ihr daran jetzt groß interessiert seid. Sicherlich schon sehr interessant, wenn man sich wirklich zu 100% mit der ganzen Geschichte hier befassen möchte, also Geschichte im doppelten Sinne, aber, ja. Ich denke mal nicht, dass ihr. Ich meine, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, dass ihr euch mal was durchlesen möchtet, dann könnt ihr mir das ja schreiben. Ich habe das Spiel ja noch eine Zeit lang eh auf meiner PlayStation, weil ich ja noch, wie gesagt, Liberation schon mal aufnehmen möchte. Und auch noch Tyrannei von König Washington natürlich als nächstes kommt. Bärenandenken. Für die Beendigung des Auftrags der Menschenfresser haben sie das Bärenandenken gewonnen. Wolfandenken. Das war für den Leitwolf. Genau. Hirschandenken, der Patriarch. Puma-Andenken, Wapiti-Andenken und natürlich noch das Lux-Andenken. Okay, das ist auf jeden Fall sehr schön, dass man sich einfach nur was angucken muss, ohne 3000 Zeilen zu lesen. So, ein weiteres Schränkchen. Was ist da drauf? Brauerei-Andenken. Fürs Eindringen in Church Versteck. Ah, okay. Kanietio, was? Kanietio andenken? Ich kann sie auch sprechen. Sie haben das Andenken gewonnen, ja. Und den Rest können wir uns nicht angucken, oder was? Hallo? Okay. Also nur die beiden. Ich habe gesagt, der Rest wäre vielleicht auch wichtig. Gut. Hier sind so ein paar Indianer-Accessoires, sag ich jetzt mal. Oh, wir haben verschiedene. Ja, auch verschiedene Waffen, genau. Verschiedene Keulen. Ah, und die hängen jetzt alle hier. Okay, also wir können uns die aber nicht näher angucken, wie jetzt beispielsweise in den Vorgängern. Sondern die können wir uns nur so oberflächlich anschauen. Hier ist noch ein Schrank, eine Kerze. Ja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass der Connor hier nächtigt. Dass es unten jetzt quasi noch ein Raum ist, wo zwischendurch gehen den Vater ein bisschen, ja, von Rona spielt. Und dass er hier oben sich zurückzieht. So, jetzt haben wir noch zwei Räume plus den Keller.
Hier ist noch ein Bild von ein paar Schiffen. Schmiede. Das Schmiedehandwerk. Wie Reifen für Autos. Okay, ja, das ist nicht ganz so lang. Gehen wir erstmal, fahren wir links wieder an. Dann komme ich durcheinander. Oh, jetzt wird es, glaube ich, interessant. Robinson Teekiste. Okay, das bedarf keiner Erklärung, glaube ich, wo wir die her haben. Gemälde der ersten Expedition. Ah, sehr cool. Sehr, sehr cool. Das ist jetzt hier Jagdgesellschaft. Oh, okay. Neuengland. War nicht so weit. Kann man nicht langsamer machen? Da. Club der Diebe. Ja, okay. Warum ist das so komisch? Wieso kann ich das nicht anders machen? Ah, okay. Die Kunst der Gesprächsführung. Ach so, weil wir mit den Frauen der Holzfäller gesprochen haben. Ah, okay. Mehr als nur Geschichten. Nebenmissionen beendet. Alle Nebenmissionen, alles klar. Ich möchte einfach runter. Wieso kann ich nicht runter? Es ist ziemlich dumm gelöst. Muss ich sagen. Okay. Vollschiff. Schiffsupgrade, genau. Also alle Schiffsupgrades. Hier fehlt etwas. Keine Ahnung, was und warum. Weil ich habe eigentlich alles gemacht. Die Abenteurer. Kunde der neuen Welt. Verschiedene Mysterien aufgeklärt. Und das Schlägerandenken. Was könnte das denn sein, was da oben? Das sind die Clubs und das sind besondere andere Sachen. Keine Ahnung. So. Alles wissen. Sie haben dieses Andenken gewonnen, weil sie alle Hauptmissionen mit 100% Synchronisation beendet haben. Jo. Oh, hier geht's weiter. Da fehlt auch wieder was. Vor einer hohen Position. Alle Rekruten bis Rang Assassine. Ort namens Heimat. Siedlung komplett aufgerüstet. Erkundung von New York. Komplett erkundet. Boston komplett erkundet. Ankerlichten. Alle Missionen nach Kids Schatz. 100%. Gesamte Grenzland erkundet. Alle Forts befreit. Ja, keine Ahnung, was das hier ist. Oder vielleicht soll da gar nichts reinkommen, weil hier ist nämlich auch ein Buch drin. Also hier muss gar nichts drin sein oder reinkommen, weil hier nämlich ein Buch drin liegt, welches wir uns nicht angucken können. Aber das ist quasi der Platzhalter. Aber das hier sieht ziemlich leer dahingehend aus, dass was rein könnte. Aber ich weiß nicht was. Weil, wie gesagt, ich habe eigentlich alles gemacht. So. Die Befragung von Boston. Sie haben dieses Andenken gewonnen, weil sie alle Befragungsmissionen in Boston beendet haben. Das ist die Schlange. Das habe ich letztens erfahren durch ein Basketballspiel, lustigerweise. Weil in Philadelphia, bei den 76ers, das ist nämlich dieses Symbol nämlich auf dem Hallenboden. Und da hat nämlich der eine Kommentator, der Experte, nämlich erklärt, wofür die Schlange steht. Nämlich für die damaligen neun Teile, oder? 1, 2, 3, 4, sind es 9? Ja. Für die 9 Kolonien, genau. Fand ich sehr interessant, dass er das so erklärt hat. Ja, und seitdem, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man sowas das erste Mal sieht und weiß, um was es sich dabei handelt, dann sieht man es halt immer wieder. Und ja, jetzt sehe ich es zufällig auch wieder gerade. Gut, passt ja auch relativ gut zu dem Spiel hier. So, Freibeuteandenken. Andenken der Freibeuter. Okay, auf jeden Fall sehr cooles Porträt, würde ich mir auch hinhängen, auf jeden Fall. Karte der Schlacht von Chesapeake. Okay. Benjamin Church, das Marinegemälde. Ach, weil wir den erledigt haben, den Benjamin, okay. Eine sehr gemütliche Couch. Oder ein Sofa, Befreiung von New York, alle Befreiungsmissionen. Excelsior, okay. Ein weiteres schönes Gemälde. Wieder ein Freibeuter-Andenken. Ach, es gab auch diese optionalen Freibeuter-Missionen, die es ja damals, glaube ich, nicht gab. In der Ursprungsversion von Assassin's Creed 3. So, das dürfte die Aquila sein. Genau, maßstabsgetreues Modell. Für die Vollendung aller Missionen bei der Suche nach Captain Kidds Schatz. Okay, zwei Kerzen und mal wieder eine Schatulle. Wow, also, wenn es diesen Raum, also wenn es das alles so wirklich stattgefunden hätte und diesen Raum würde es wirklich geben, da würde ich, das wäre echt geil, da mal durchzulaufen, sich das Ganze mal anzugucken. Da würde ich auch ein paar Euro springen lassen, auf jeden Fall. Das wäre es mir wert. Oh, draußen sehen wir, es ist dunkel geworden. Hier war auch ein sehr nettes, Schmied hatten wir schon, ein sehr nettes Feature quasi.
So, weiter Raum. Okay, das ist der Drache. Drache und Schlüssel, Benjamin Franklin. Animus-Datenbank. Gut, kann man auch komplett durchforsten, wenn man möchte. Das werden wir natürlich nicht tun, aber. So, elektrostatischer Generator. Ja, man, solche Sachen könnte ich eigentlich vorlesen, aber. Das überlasse ich, wie gesagt, euch. Also, wenn ihr möchtet, dass ich nochmal so ein paar Sachen vorlese, wie gesagt, einfach Bescheid gehen, dann mache ich nochmal. Dann schneide ich nochmal ein Part irgendwie mit rein. Benjamin Franklin Gemälde. Für die Beendigung von Sequenz 12. Okay. Was? Orrery. Okay, das wird sehr deutlich länger, der Text. Ah, ich gucke, wie viel Zeit gleich übrig bleibt. Wenn noch genug Zeit ist, dann werde ich vielleicht ein paar Sachen vorlesen noch. Glasharmonika. Ja, das sind ja die ganzen Gegenstände, die wir dann hergestellt haben oder herstellen lassen haben, vielmehr, wo wir die Ressourcen für haben springen lassen. So. Watts Dampfmaschine wurde von James Watt erfunden. Na gut, da sehe ich nicht viel Text. Okay. Animus-Datenbank Spiegelarm. Das war's ja schon wieder. War hier nichts drin? Doch. Achso, haben wir das schon angeguckt, genau. Das kommt mir so wenig vor. Ich habe gedacht, man würde auch die ganzen Waffen und so nochmal sehen. Boah, die sind im Keller, das könnte ja auch sein. Nicht, dass ich hier oben irgendwas übersehen habe, irgendeinen Geheimgang oder so. Wenn dies der Fall ist, bitte in die Tasten in die Tasten schreiben, ja. In die Tasten hauen. Wie gesagt, da werde ich das nochmal nachholen, definitiv, weil ich möchte euch ja, wie gesagt, fast alles zeigen. So, Kronleuchter. Ich überlege echt gerade, wann habe ich mit der Aufnahme angefangen? Ich schätze mal, ein Part werde ich schon füllen ohne vorlesen, denke ich. Ich hoffe es. Sonst ist es halt ein bisschen kürzer, der Part. So. Ja, hier ist eine Wand mit irgendwelchen Utensilien, irgendwelchem Werkzeug. Ja, die Karte hat er ja abgerissen, wo die ganzen Ziele abgebildet waren. So alle Monturen, gut, das kennen wir ja schon. Die Frage wäre jetzt, was ich natürlich nicht weiß, ob das einen Einfluss auf die Tyrannei von König Washington jetzt hat, welche Montur wir anziehen. Das weiß ich jetzt nicht. Ich denke aber mal, nein, ich denke mal, dass wir die klassische Montur tragen werden vom Connor. Ach, das Original-Montur. Ich überlege jetzt, welche wir anziehen. Ziehen wir die klassische Montur vom Dings an? Ich würde sagen, ja. Ich hätte gesagt, wir können ja, um den Achilles zu ehren, seine Montur anziehen. Aber eigentlich, ja, gehört diese Montur auch mit begraben, sozusagen. Im übertragenen Sinne jetzt. Dass wir einfach unsere eigene Montur anziehen. Weil ja, jeder Assassine sollte sich ja auch durch seine eigene Montur irgendwie kennzeichnen. Von daher ist das wieder die klassische Connor-Montur und wir sehen vor allem auch mal jetzt, wie er eigentlich normalerweise aussieht jetzt, ohne irgendeine Kapuze. So, dann sehen wir nochmal die ganzen Monturen aufgereiht. Wäre natürlich wieder interessant zu wissen, wie das damals aussah in der PS3-Version, wo es zum Beispiel einen gewissen Alexios noch gar nicht gab. Ja. Diese Montur, das lese ich vor. Muss nur aufrecht setzen, gerade mal, dann kann ich es auch vorlesen. So. Altair-Montur. Diese Montur wurde von Altair Ibn Lahad getragen, einem Mitglied der Bruderschaft der Assassinen aus der Levante. Alexios-Montur. Die charakteristische Held-von-Sparta-Montur wurde von Alexios getragen, einem legendären spartanischen Helden in den fernen Weiten des Ägäischen Meeres. Dazu sage ich gleich noch was. Aguilars-Montur. Die Montur eines Meisterassassinen und Mentoren der spanischen Bruderschaft der Assassinen, Aguilar de Nera. Bayeks Montur. Diese Montur wurde von Bayek getragen, einem der letzten Magi Ägyptens und dem Mitbegründer der ersten Assassinenbruderschaft, den Verborgenen. Shay Cormacs Montur. Eine Montur, die von einem ehemaligen kolonialen Assassinen getragen wurde, der sich dem Templerorden anschloss. Ezio Montur. Die Montur, die vom florentinischen Assassinen Ezio Auditore da Firenze getragen wurde. Okay, da ist das, was ich eigentlich sagen wollte, über Bord geworfen worden, aber okay.
Jacob Frys Montur. Diese Montur gehört Sir Jacob Fry. Oh, ein Sir, okay. Eine Meisterassassin der britischen Bruderschaft der Assassinen. Das habe ich nicht mitbekommen, dass er geheilt wurde. Wird das im Spiel gesagt oder erwähnt? Ich habe es nicht mitbekommen. Ist aber krass. Oder zum Ritter geschlagen oder geheilt, wie immer man dazu sagt. Edward Kenways Montur. Montur, die von Edward James Kenway getragen wurde, einem Freibeuter, der zum Piraten und auch zum Mitglied der westindischen und britischen Bruderschaft der Assassinen wurde. Dann haben wir noch Arnaud Dorians Montur. Getragen von Arnaud Victor Dorian, der Mitglied der französischen Bruderschaft der Assassinen während der französischen Revolution war. So, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, es ergibt durchaus Sinn, dass zum Beispiel Alexios Montur hier hängt, oder die von Aguilar. Eigentlich ergeben alle Monturen Sinn, würde ich behaupten, bis auf die vom Arno und die vom Jacob, weil das hier vor diesem Spiel, also vor dieser Zeit hier gespielt hat, diese jeweiligen Abschnitte. Nur, ich überlege, war mal Arno? Das wäre interessant zu wissen. Doch, der Arno müsste danach spielen, aber kurz danach, ne? Weil wir haben ja schon drüber gesprochen mit dem Shay, ob der überhaupt noch leben würde. Und die Antwort war laut Templar Assassin ja. Und wir wissen, dass er im gehobenen Alter etwas getan hat, was den Arno ziemlich geprägt hat. Und der Arno musste aber dann noch ein paar Jahre erst erwachsen werden. Das bedeutet, das spielt hier nach, auch kurz hier nach, schätze ich. Nicht allzu lange, die Jahreszahl habe ich natürlich nicht im Kopf. Und Jacob spielt ja, weiß ich, 100 Jahre später ungefähr. Also das ist ein bisschen doof eigentlich, dass Simon und Toni auch mit dabei hängen. Aber gut, sollen dann Spieler einfach nur nochmal zeigen, was er für Motoren überhaupt tragen kann. Auch sehr interessant nochmal die Stiefel hier alle einzeln dabei. Also vor allem die in Anführungszeichen Stiefel vom Bayek sind sehr interessant. Ja, also auf jeden Fall extrem geil, was hier alles so hängt. Wobei ich hätte auch gerne die Montur von der Cassandra, oder Cassandra, und von der, ich hab's vergessen, Evelyn? Evie? Ich glaube Evie hieß sie, ne? Evie Fry? Ich glaube schon. Ich habe übrigens die Cassandra gespielt und ich habe die Evelyn gespielt. Nur mal so als Randnotiz. Ich habe mich jeweils für die... Beziehungsweise, man muss eher abwechseln bei Syndicate zwischen dem Jacob und der Evie. Von daher habe ich eh beide gespielt. Ja, und bei Odyssey konnte man wählen zwischen dem Alexios und der Cassandra. Ach, und noch was zu Origins. Da kann man nämlich auch die Frau vom Bayek spielen. Der Name ist mir jetzt natürlich entfallen. Ich komme nicht drauf. Die konnte man auch zwischendurch spielen. War aber relativ... Es war nicht optional, aber es war nicht so wirklich erwähnenswert. Obwohl die ein paar interessante Sachen getan hat. Ich sag nur Caesar. So, was haben wir hier noch Schönes? Benjamin Church-Andenken. Sie haben das Benjamin Church-Andenken gewonnen. Weil viel wir bekommen haben, dadurch. Johnson-Andenken. Ah, das ist... Okay, das ist ein Kompass. Das ist so ein... Tuch. Haytham. Okay, das ist die verborgene Klinge von dem, oder? Charles Lee, das ist der Ring. Pitcairn. Das ist irgendein Schmuckstück, keine Ahnung. Hickey. Das ist so ein Gürtel oder sowas, weiß nicht. So ein Riemen. Und Nicholas Biddle ist ein Teleskop. Ach so, stimmt, das war der Admiral, ja. Dies war der Admiral. Ach, und hier sind unsere Waffen jetzt, okay? Glaube ich. Ja, schauen wir uns auch noch an. Da sind wir eigentlich durch. Ja, das sind sämtliche Waffen. Okay, zerbrochen. Schauen wir uns auch noch mal jetzt an. Zerbrochenes Schwert. Messer, Steindolch. Eisendolch. Warte mal, irgendwas hat jetzt hier gefehlt. Warte mal. Er wollte schon sagen, irgendwie stimmt das nicht mit dem überein, was da steht. Genau, Steintomahawk, genau. Damit haben wir ja quasi angefangen. Zerbrochenes Schwertmesser, Steindolch und Eisendolch. Okay, auf die Werte brauche ich nicht näher eingehen, glaube ich. Es reicht, wenn ich das einfach vorlese. Ein Langdolch, ein Eisentomahawk und Fallen. Und Wurfpfeile. Ja, dann fangen wir von vorne an, okay. So, was haben wir hier Schönes? Gewehrschaftkeule. Hölzerne Kugelkopfkeule, Steinkopfkriegskeule, Obwandiax-Kriegskeule und natürlich die Eisendorn-Kriegskeule. Also es gibt verdammt viele Keulen. So, das sind Musketen und ein Horn.
Vielleicht ist das Horn Gondors. Wer weiß, wer weiß. So, was haben wir hier noch Schönes? Hessische Axt. Französisches Enterbeil. Seemannsbeil. Ein Piraten-Enterbeil. Was übrigens die... Anscheinend... Ah ne, nicht ganz die beste Waffe ist, fast. Und ein klassisches Enterbeil. Beil, mein Gott. Nicht Beul, sondern Beil. So, dann hier nochmal die andere Seite. Die hessische Axt nochmal. Achso, warte mal. Hä? Ah, auf der Seite hängt gar nichts. Haha, lustig, gut. So kann man ja eigentlich das Licht führen. So, jetzt wird's interessant. Französisches Entermesser. Lincolns Schwert, Replikat. Normales Schwert. Oh, ich bin zu weit gegangen, ups. Kutto-Schwert, Offiziersschwert, leichter Kavalleriesäbel, französisches Rapier, ich hoffe, ich habe es ausgesprochen, Captain Kidd Sägezahn, Entermesser und ein Entermesser. So, jetzt haben wir, glaube ich, noch ein Regal, genau. Da kommen wir nämlich zu den Schusswaffen. Französische Taschenpistole, Entenfußsalmenpistole, doppelläufige Pistole, Pitcairn Putnam Pistolen, italienische Steinschlosspistole, wow, die ist aber ziemlich lang, Steinschlosspistole der Royal Navy, Piraten Steinschlosspistole, schottische Steinschlosspistole, englische Steinschlosspistole und die Steinschlosspistole. Natürlich noch die Marine Entenfußpistole. Das war lustig. So, Leute, wir sind fertig. Also wie gesagt, oben vorlesen werde ich jetzt nichts mehr, außer ihr möchtet das unbedingt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann kann ich das nachholen. Wenn ihr irgendwelche Informationen dazu haben wollt, oder mehr Informationen haben wollt, so rum. Und ja, ich glaube, wir sind hier fertig. Ich hoffe, ihr habt nichts übersehen oder vergessen. Falls doch, bitte auch nochmal kommentieren, dann hole ich das natürlich auch nach. Und ansonsten würde ich jetzt mit diesem Part hier, mit diesem Bild, aber ich kann es mal so machen, dass der so richtig cool wartet. Ah, das gefällt mir nicht. Ich muss das schon... Ah, dieser Dings hier stört mich. Ich stelle mich mal davor. So. Das ist ein cooles Bild. Ja, das ist ein cooles Bild. So, mit diesem Bild würde ich jetzt das Spiel Assassin's Creed 3 Remastered beenden. Und im nächsten Part sozusagen fangen wir mit der Tyrannei von König Washington an. Für mich komplett blind, keine Ahnung, was mich erwartet. Auch da warten viele Trophäen wieder auf mich, natürlich auch blind. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das mache. Ich habe schon einen Hinweis vom Templar-Assassin bekommen bezüglich Fragmente, waren es, glaube ich, die ich sammeln sollte, um euch alles zu zeigen. Da werde ich natürlich ein Auge drauf haben. Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn ich irgendwas übersehen haben sollte, ihr möchtet nochmal irgendwas wissen oder lesen oder weiß nicht, keine Ahnung, einfach Bescheid sagen, dann hole ich das nach. Das Spiel habe ich, wie gesagt, noch ein bisschen auf meiner Platte. Und nochmal bitte kommentieren, wie es aussieht mit Liberation, ob das nach der Tyrannei kommen soll oder erstmal eine kleine Pause danach. Dürft ihr gerne entscheiden. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank für euer Interesse. Danke, dass ihr dabei wart beim Let's Play bisher. Natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch beim DLC jetzt dabei sein würdet oder natürlich auch später dann bei Liberation. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall dann wieder, hoffe ich, und auch bei den anderen Projekten, die dann noch so kommen werden. So Leute, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!